Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute gemeinsam die Karten befragen. Wie geht es in der Liebe weiter? Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Wir nehmen zuallererst ein Engel der Liebe Orakel. So, da schauen wir mal. Wir haben hier Vergeben und Lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Ja, vielleicht hast du noch ungeklärte Dinge auf deinem Herzen oder hast noch mit einer ehemaligen Erfahrung noch nicht wirklich abgeschlossen im Frieden oder in der Liebe. Denn wir müssen natürlich eins bedenken, das, was wir in der Gefühlswelt in uns tragen, das ziehen wir tendenziell oder damit gehen wir tendenziell wieder in Resonanz. Das heißt zum Beispiel, hast du eine Beziehung hinter dir oder Kindheitsthemen, die, wo du noch Schmerz in dir trägst, wo du dich sehr viel mit beschäftigst, ja, dann ist eben die Chance sehr groß, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man diese gleichen Muster wieder in das Leben zieht. Und wenn du jetzt sagst, okay, du hast aber den Wunsch nach einer sehr erfüllten Partnerschaft, Liebe, einem liebenvollen Partner, der dich wie ein Geschenk behandelt, dann gilt es hier, Frieden zu schließen mit gewissen Menschen oder mit Erfahrungen und loszulassen davon, ja, weil du bist nicht deine Vergangenheit. Du kannst wirklich einen 180-Grad-Turn machen, sozusagen, indem du die Energie wirst, die du dir wünschst. Gerade jetzt hier in Bezug auf die Liebe, weil wir jetzt hier auf die Liebe schauen. Aber wir gucken einfach jetzt auch noch mal näher rein, wie es in der Liebe weitergeht. Das ist einfach jetzt hier noch mal so ein Hinweis, was dich dabei wirklich unterstützen kann, eine erfüllte Partnerschaft zu leben oder ins Leben zu ziehen. Und dabei ist das ganz egal, ob du diesen Menschen noch nicht kennst. Vielleicht bist du auch gerade in einer komplizierten Verbindung und möchtest, dass diese sich verbessert eben auch, ja? Weil ich sag mal so, wenn du die Liebe in deinem Leben erkennst, in dir selber erkennst, dann wirst du tendenziell auch dich mehr fokussieren auf die guten Eigenschaften in deinen Mitmenschen und dadurch werden natürlich auch diese Eigenschaften bei deinen Mitmenschen zum Wachsen gebracht. Das ist wie so eine telepathische Kommunikation, weil wir ja alle, wir sind mit jedem und allem hier in diesem Universum einfach auch verbunden und man spürt die Energien und auch die Gedanken. So, dann nehmen wir noch eine Herzenfüllenkarte. Wir haben hier das Selbstbewusstsein. Ja, das passt ganz gut dazu. Selbstbewusstsein bedeutet ja im Endeffekt vor allem auch, sich bewusst über sich selber zu sein, wer du bist, was du verdient hast und was du auch gerne möchtest, ne? Und da geht es wirklich darum, detailgenau zu definieren, wer du vor allem auch in deinem Hauptfilm, in deinem Leben bist und was du auch in deinem Film, Lebensfilm sozusagen zulässt. Ja, und das geht natürlich am allerbesten, wenn man sich bewusst darüber auch ist. Da kannst du dir mal in einer ruhigen Minute auch wirklich mal Stift und Zettel in die Hand nehmen und das richtig aufschreiben. Genau, wir schauen einfach mal. Es kann aber auch sein, dass jetzt hier ein Mensch kommt, der dir dabei hilft, dich besser kennenzulernen. Wir gucken jetzt mal mit dem Tarot weiter, wie es in der Liebe weitergeht. So. Da ist eine gekommen. Wir haben hier die 10 der Stäbe. Und hier geht es nämlich auch um das Loslassen erst einmal. Lass mich mal schauen. Aha, und die 7 der Stäbe. Denn ich habe das Gefühl, irgendetwas steckt in dir drinne, dass du die 7 der Stäbe, die steht auch dafür, dass man manchmal auch Gefahren sieht, wo keine sind. Vielleicht auch gewisse Angstzustände aus vergangenen Erfahrungen, die sich so bei dir eingebrannt haben, ja. Und vielleicht sagst du auch, okay, vielleicht fällt es dir auch schwer, wirklich jemandem zu vertrauen oder jemanden wirklich ganz, ganz nah an dein Herz zu lassen, eben aus gewissen schweren Erfahrungen, die dir sehr zugesetzt haben. Und genau, und das macht hier auch wirklich Sinn mit den ersten beiden Orakelkarten, dass du dir wirklich erstmal nochmal deine Vergangenheit wiederholst, sozusagen nochmal durchspielst und nochmal genau reinschaust, was sind sozusagen diese Felsbrocken auf deinen Schultern, die du bis hierhin mitgetragen hast. Ich würde mich aber nicht ganz, ganz lange und viel mit der Vergangenheit beschäftigen, wenn du sagst, das war jetzt nicht die schönste, sondern einfach das ausfindig zu machen und dann wirklich versuchen, das loszulassen und dich auf die
deine Gegenwärtigkeit zu freuen und auf das, was du in deinem Leben noch manifestieren möchtest, denn du bist ja tatsächlich auch ein grenzenloses Geschöpf, ja? Genau, lass mich mal weiterschauen. Bisher ging es ja wirklich primär um dich. Mal gucken, ob wir hier noch eine Botschaft zu einem Gegenüber bekommen. Wir haben hier die 8 der Münzen, die möchte ich auch noch mal klären. Die 8 der Schwerter und der König der Schwerter. Okay, für manche von euch oder für viele von euch nehme ich hier wahr, dass hier entweder im derzeitigen Moment ein Mensch in deinem Leben ist, der eher kaltherzig ist oder eher kühl ist, distanziert ist, eher nach seinem Verstand oder Ego handelt als nach seinem Herzen. Oder es könnte aber auch ein Ex-Partner sein, ja, das je nachdem, aber er ist auf jeden Fall noch in deinem Energiefeld. Und hier gilt es tatsächlich erstmal in diesem Bezug die Dinge ausfindig zu machen, wirklich nochmal aktiv daran zu arbeiten, weil ich sehe hier, dass du hier vielleicht nicht so wirklich diesen Weitblick mit diesem Menschen hast. Vielleicht redest du Dinge schön oder du bist das nicht anders gewohnt von früher, dass du gar nicht erst das als unnormal teilweise empfindest, was da vielleicht mit diesen bestimmten Menschen geschehen ist oder geschieht. Und hier geht es darum, das Ding hier aus der Vogelperspektive mal zu betrachten. Und wenn es dir schwerfällt, dann frag dich mal, was wäre denn, wenn du zum Beispiel genauso aufgewachsen wärst, wie was du dir eigentlich in der Liebe wünschst. Dann würdest du einen anderen Wahrnehmungsfilter haben und gewisse Dinge vielleicht auch eher erkennen, die dir nicht gut tun, ja? Und hier habe ich das Gefühl, hier ist vielleicht noch ein Ex-Partner oder ein derzeitiger Mensch, der, ja, wie gesagt, eher distanziert, kühl zu dir ist, vielleicht bei den manchen von euch auch eher narzisstisch ist, wo du, ja, wo es dir auch nicht wirklich gut geht mit dieser Verbindung oder, ja, was du bis hierhin vielleicht auch mitgetragen hast. Genau, da geht es jetzt erst einmal darum in Bezug auf die Liebe. Lass mich mal weiterschauen. Es kann aber auch wirklich für manche von euch eine Vaterfigur sein, dass du einen sehr kühlen, nicht emotional verfügbaren Vater zum Beispiel gehabt hast. Ja, wo du dadurch vielleicht Dinge in dein Leben akzeptierst oder annimmst, weil es für dich eine gewisse Normalität geworden ist und gar nicht irgendwie erst groß wünschst oder das für dich zu gut ist, um wahr zu sein, sozusagen als Gefühl herrscht. Ne? Guck einfach, wie du damit in Resonanz gehst. Schauen wir mal weiter. Wie es in der Liebe weitergeht. Wir haben hier einen Ritter der Stäbe. Den möchte ich auch klären. Ups, okay. Dennoch habe ich das Gefühl, dass das Universum oder Gott dir ganz plötzlich einen Menschen auf den Weg schickt, der auf einmal dir eine ganz andere Sichtweise gibt. Das wird sehr schnell passieren, sehr unverhofft passieren, also wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, womit du überhaupt nicht rechnest. Das kann wirklich so sein, so typischerweise so zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und etwas fällt dir total zu, ja. Und das hat etwas mit einem Menschen zu tun, einem König, der Stabilität ausstrahlt, der dir Sicherheit bieten kann, ja, was hier auch wirklich mit Wunscherfüllung zu tun hat. Also das wird hier wirklich wie so out of the blue in dein Leben kommen und vielleicht wird das hier auch sozusagen das Zeichen sein, dass du mit einer gewissen Erfahrung oder einem gewissen Menschen hier besser abschließen kannst, ne? Genau, also hier Augen offen halten, hier wird etwas ganz plötzlich auf deinen Weg geschickt, eine Begegnung, die, wo ich das Gefühl habe, alles in eine ganz, ganz tolle Richtung lenken wird und auch mit einem Menschen, wie gesagt, der dir Sicherheit bieten kann, ja, der wirklich auch in seiner Stabilität angekommen ist und diese Stabilität natürlich auch weitergeben kann. Richtig schön, ups. Guck mal, und hier, die wollte richtig rausfliegen. Wir haben das Rad des Schicksals. Das ist echt cool. Lass mich mal das Rad des Schicksals abklären. Das waren zu viele, Entschuldigung. Das waren 3 Karten. Die kamen auch nicht richtig rausgeflutscht. Dann mische ich noch mal. So, auf das Rad des Schicksals. Guck mal, wir haben die 10 der Schwerter. Das ist so interessant, weil ich habe ja eben gesagt, dass hier jemand out of the blue in dein Leben treten wird. Und ich habe das Gefühl,
dass das hier mit den Zehn der Schwerter und dem Rad des Schicksals, wie ich es eben schon angedeutet habe, für viele bedeuten kann, entweder eine derzeitige Situation, einen Menschen loszulassen, der dir vielleicht die ganze Zeit nicht gut getan hat, oder aber eine vergangene Erfahrung loszulassen, einen, was dir wirklich viel Schmerz zugesetzt hat. Das ist wirklich so, habe ich das Gefühl, das Universum oder Gott möchte dir jetzt wirklich diese Hilfe schicken, dass es jetzt wirklich steil bergauf geht in Bezug auf die Liebe und eben, wie gesagt, Dinge zu erkennen, die du vielleicht vorher als normal empfunden hast, aber die vielleicht ganz und gar nicht normal gewesen sind und dir eher überhaupt nicht gut getan haben. Ja, das nehme ich hier tatsächlich wahr. Lass mich mal weiterschauen. Aha, wir haben die 10 der Münzen, den Eremit. Okay, da möchte ich noch mal gerne den Eremiten abklären. Und wir haben den Mond. Okay, lass mich noch mal, ich würde gerne noch mal eine Zusatzkarte zu dem Eremit und zu dem Mond haben, um da wirklich tiefer reinzuschauen. Upsa. Okay, da haben wir noch die, okay, die 6 der Stäbe, die Welt und der König der Kelche. Richtig schöne Karten. Okay, also es hat etwas mit einer sehr, sehr starken Anziehungskraft zu tun. Ich habe das Gefühl, man sieht hier auch so schön den Stern beim Eremit auf der Karte, ne? Der steht ja auch für die Heilung, für die Spiritualität. Und ich habe das Gefühl, guck mal, auch gerade hier die untere Reihe auf den Mond, dass da jetzt etwas in deinem Energiefeld bereits ist, was wir hier schon sehen, was du vielleicht noch nicht kommen siehst, was aber sehr schnell in dein Leben kommen wird durch eine starke Anziehungskraft, ja. Und es hat etwas mit Fülle, mit Erfolg zu tun, mit hier auch einem neuen Lebenskapitel zu tun, wo du einfach diese Altenergien tatsächlich nicht mehr mitnimmst, ne. Und dieser König der Kelche, der jetzt hier liegt, den nehme ich tatsächlich wirklich auch mit dem König der Münzen ein, sozusagen Stabilitäten und Sicherheiten, aber auch hier ein Mensch, der bereit ist, sehr liebevoll zu sein, sehr wohlwollend zu dir zu sein, dich zu wertschätzen und einfach auch mit dir gemeinsam wirklich tiefgründige Gespräche zu führen und sein Herz zu öffnen. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, dass genau diese Begegnung, die ganz schnell kommen wird in dein Leben, dir sowas von die Augenbinde, von den Augen nimmt. Du wirst so viele Dinge erkennen auf einmal und du wirst auf einmal erkennen, was da doch für tolle Schätze in Bezug auf die Liebe da draußen in der Welt eigentlich sind. Und deshalb ist es auch so wichtig, gerade mit dem Selbstbewusstsein, dass du auch natürlich dann dir selber, über dich selber bewusst bist, dass du wirklich davon überzeugt bist, dass du auch so einen Menschen, so eine Liebesbeziehung auch wirklich, sag ich mal, verdienst, damit du es auch wirklich langfristig beibehältst und mit so kühlen, distanzierten Personen, wo du jetzt sagst, okay, die haben mir wirklich nicht gut getan, dass du mit solchen Personen oder Verhaltensweisen überhaupt nicht mehr in Resonanz gehst, ja? Denn hier habe ich wirklich den Erfolg sozusagen angezeigt bekommen und der wird hier kommen, nachdem du hier eben nach diesem Aha-Moment wirklich loslassen kannst von diesen alten Geschichten, die du gar nicht mehr mit in die Zukunft reinnehmen möchtest. Weil mit dem Loslassen dann, ja, wenn du diese Negativenergie nicht mehr in dir fühlst und spürst und in die Verzeihung gehst, kannst du natürlich auch viel besser von der Frequenz her aufsteigen in die Liebe, in das Glück, in die Dankbarkeit. Und dann wirst du sehen, dann wird hier eben dieser Erfolg und diese Fülle und die Liebe einfach auch in dein Leben treten und du kannst sie dann auch wirklich vom Herzen heraus leben und tust dann einfach auch einen stabilen Menschen in dein Leben ziehen, der bereit ist, sein Herz zu öffnen und einfach auch sich verbinden kann, nicht immer so Spielchen dann spielt, ja, und es hat wirklich etwas mit einer starken Anziehungskraft zu tun und hier auch mit einer Heilung zu tun, genau, folge deiner inneren Stimme, auch gerade der Eremit, ja, wenn du dir mal zwischendurch unsicher bist nach dieser Begegnung und dann weißt du wieder vielleicht nicht, wo links und rechts ist oder wo es lang gehen soll, zieh dich einen Moment zurück und höre wirklich auf deine Intuition und auf deine innere Weisheit hier, ne? Denn hier ist eben auch die Botschaft gegeben, frage das Universum, frage Gott, wenn du nicht weiter weißt, damit du wirklich den Weg der Liebe und der Fülle eben auch einschlagen kannst und das vielleicht nicht versehentlich von dir wegstößt energetisch, ne? Weil hier sehe ich eine ganz, ganz tolle Entwicklung in Bezug auf die Liebe.
Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid. Und wenn euch die Legung gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann macht's gut und habt noch einen schönen Tag. Tschüss!